Hallo, hier ist der Michael von Crazy Crawler. In der Zwischenzeit habe ich den neuen Hobbywing eingebaut auf das T11, angeschlossen, sehr smart alles und richtiger Hype ist, man kann den optimal mit einer Software vom Handy aus steuern, sogar wenn er angeschlossen ist und jetzt habe ich mich immer beim Peter im Garten vertrieben und jetzt zeige ich euch mal, wie wir mit einer Standardgeschwindigkeitseinstellung an 3S den Hobbywing mal vorführen. So, das Ganze ist jetzt an der Funke auf einen konstanten Geschwindigkeitslevel eingestellt. Es wird nicht gesteuert, es wird nur gelenkt. Natürlich auch ein wunderschöner Garten. So, jetzt greifen wir ein, jetzt wird kurz rückwärts gefahren und wieder losgelassen und wir fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit mit dem neuen Hobbywing und 2,3 kV nach vorne, kleiner Hänger. Genau, so überhaupt nicht Gas geben, ne? Der rumpelt da noch weiter. Genau, so überhaupt nicht Gas geben, ne? Der rumpelt da noch weiter. Gar nicht. Das ist anders.